Trainingskurs reitet sich an Trainingskurs. Die Orientierung zu behalten ist nicht einfach. So als Fee ist dieser Tag bei Athleten aus aller Welt ein beliebtes Ziel. Von den guten Bedingungen profitiert auch die Patricia Kummer. Schon seit dem Juni steht sie regelmässig auf dem Snowboard. Die Vorbereitungszwischenbilanz ist positiv. Ich habe das Gefühl, ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg, bin sehr zufrieden. Seit diesem Jahr kehrt Mühlenbacherin zu einem internationalen Privatteam. Athleten von Russland, den USA, Holland und Österreich kehren zu dem sogenannten Sportstars Race Team. Statt wie in den letzten Jahren allein unterwegs zu sein, ist die Patricia Kummer jetzt wieder in eine Mannschaft integriert. Ich bin eigentlich wirklich ein Teamplayer. Ich mache das gerne. Ich bin gerne mit anderen Leuten zusammen. Und wir sind alle sehr Individualisten, weil wir sind alle weg von der Nationalmannschaft und allein unterwegs. Und das klappt mega gut. Also ich bin höher zufrieden mit ihnen und mit dem Team und dem Ganzen. Der Moment liegt der Fokus beim Schneetraining vor allem im technischen Bereich. Das richtige Timing und die Position auf dem Brett sind grosse Themen. Länger je interessanter wird es für die Patricia Kummer, je näher die Saison rückt. Es sind zwei, drei ganz schnelle Frauen da und Männer sind auch stark. Das heisst, nachher, wenn es wirklich geht um den Speed, wenn wir auf das dann das Augenmerk legen, dann sehe ich, dann, wie schnell das ich bin. Und das wird sicher viel bringen. Weil vorher bin ich immer allein gewesen, ich habe nicht gewusst, wie gut das ich bin eigentlich. Der Trainer von der internationalen Truppe heisst Richard Pickel. Der Österreicher hat schon in ein paar Ländern Erfahrungen gesammelt. Schon vor der Zusammenarbeit haben ihn die Leistungen von der Patricia Kummer beeindruckt. Jetzt glaubt er zu wissen, wieso die Gommeri seit Jahren an der Weltspitze mitfährt. Weil sie sehr genau weiß, was sie wann machen muss, um erfolgreich zu sein. Weil sie einen Plan verfolgt, der gut ist. Und weil das alles auf der Basis einer guten Snowboard-Technik steht. Der Kampf um die Spitzenplätze ist in den letzten Jahren härter und härter geworden. Die Patricia Kummer ist nicht mehr dominant wie noch vor ein paar Jahren. Ihre Trainer ist aber überzeugt, jetzt wird sich das wieder ändern. Der Schritt, den sie jetzt gemacht hat, mit einer Trainingsgruppe bei uns im Training mitzufahren, dadurch, dass sie die letzten Jahre vielleicht keinen wirklichen Snowboard-Trainer hatte, aber mit Peru eine Hilfe im Snowboard-Service, das wird jetzt den Unterschied ausmachen und die Patricia wieder auf das Niveau heben, das sie schon gehabt hat. Eine gewagte Prognose. Aber gerade in einer Olympiasaison hat sie sicher nichts dagegen, wenn sich die Aussage bewahrheitet.